Regen, Schwitze und Hitze natürlich auch im Olympiapark. Besonders zu leiden hatten heute die Athleten der Outdoor-Sportarten wie Fußball oder Hockey. Charlie Meyer vom deutschen Hockey-Team schien es da ganz recht zu sein, dass für ihn das Turnier bereits vorbei ist. Gestern hatten wir das letzte Spiel gegen die Holländer, da war es auch über 30 Grad. Es ist doch ein laufintensives Spiel und dann merkt man am Ende schon die Hitze. Wer konnte, hielt sich bei gefühlten 36 Grad lieber im Schatten auf. Ohnehin dienen die Maccabi Games ja auch vorrangig dem interkulturellen Austausch. Und daran hielten sich die holländischen Fußballer natürlich. Mit wem habt ihr euch denn besonders angefreundet? Ja, mit den deutschen und die schwedischen Mädchen. Schon klar. Erträglicher war das heiße Wetter für die Hallensportler. Obwohl, beim Fechten sorgt die mehrlagige Schutzkleidung ungewollt für zusätzliche Wärme. Some people have a warm-up jacket like this. Manche haben eine Trainingsjacke wie diese, dann haben wir unsere Fechtjacke und darunter eine Unterziehweste. Das ist die hier. Und wir Mädchen tragen noch Brustschutz. Den hier. Bei den anderen Waffen hat man zusätzlich noch eine E-Weste über all dem. Das macht es dann noch heißer. Am beliebtesten waren selbstredend die Plätze im und am Wasser. Und hier dachte auch niemand an Training. Allerdings, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Was macht ihr denn hier? Ja. Wir trainieren nur. Und was genau? Wir machen ein paar Liegestütz. Aber euer Wettbewerb ist vorbei. Könnt ihr es nicht etwas lockerer angehen? Naja, ein bisschen. Wir wollen halt immer besser werden, also arbeiten wir hart. Typisch Amis. Wer trotzdem den Überblick über das Tagesgeschehen behalten wollte, war mit einem schattigen Plätzchen auf dem Jahnplatz gut bedient. Hier laufen auf der großen Leinwand regelmäßig die Zusammenfassungen von Hauptstadtsport TV. Und der Pool ist auch gleich nebenan. Maccabi Games bei Hauptstadtsport TV!